Anja, welche Kugel soll ich jetzt nehmen? Du hast so lange Finger. Theoretisch müsstest du dir einen eigenen Ball besorgen. Oh. Normalerweise setzt du den rein, ja, und du siehst, dass hier gerade so noch ein Finger durchpasst. Ach du liebe Zeit, bedeutet, so weit? Ja. Das hätte ich mich nie getraut. Da passt noch ein Finger durch. Da passt noch ein Finger durch. Da passt noch ein Finger durch. So arbeite ich übrigens. Ja, ich auch. Das ist meine Technik. Bei dir passt noch also eine Faust durch. Du bräuchtest theoretisch einen Ball, ja, der fast hier hinten die. Also sowas hier. Genau. Dass der, ja, wir fahren nochmal schnell in den Club rüber, da liegt einer. Rüber, also ungefähr auf diese Höhe müsstest du deine aber Löcher haben, wenn du jetzt einen eigenen Ball hättest. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, ernsthaft, doch, dass man so da reingeht. Also ich habe echt, ja, gedacht, nee, so nein, rein. Nein, du musst den richtig festhalten, weil du holst ja Schwung nach hinten aus. Ja. So, und wenn du ihn nicht, Alter, richtig festhältst, ja, hat derjenige, der hinter dir sitzt, irgendwann auch. Ah ja, gut, da, das ist jetzt ja, also das ist die einzige Sorge. Ich dachte, man trifft nicht so gut, weil man den nicht kontrollieren kann, dachte ich. Das auch. Ich bin gespannt. Anja, du zeigst uns jetzt die Technik. Nee, pass auf, du wirfst jetzt erst einmal. Und du schaust es dir mal an. Wie katastrophal du eigentlich wirfst. Okay. Hoppala. Ha! Mein erster Wurf. So, ja, ich muss los. Ja, Anja, was willst du mir noch beibringen? Die Frage stellen wir uns. Ja, das ist. Ich laufe ganz normal los. Ja. Ich fange mit rechts an, ziehe durch. Ich leite nach vorne und halte mich dann so weg. Aha, also. Das heißt, mein Gewicht liegt tatsächlich auf meinem linken Bein. So, so, so und dann so. Richtig. Ich setze die Kugel nicht bodentief, ja, auf, sondern die fällt von hier runter. Genau. Sie lässt ihn ganz einfach los. Okay. Und deswegen. Und das Bein. Wow. Konzentrierst dich bitte auf diesen mittleren Pfeil. Ja. Läufst zu deinem Anlaufpunkt hin und versuchst über die Mitte, dass der Ball direkt über den mittleren Pfeil ist. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Wow! Ich bin ein Naturtalent! Weißt du, was ich heute mitnehme? Die Pins ignorieren und nur auf diese Pfeile vorne werfen. Also die 100 sind jetzt immer safe. Thomas, du zeigst uns jetzt mal, wie es hinten aussieht. Ach, guck mal, und hier werden die in der Legebatterie gelegt. Sieht aus wie so in so einem Waschcenter so ein bisschen. Na gut, dann schönen Dank.